Ja, servus Leute, hier seht ihr wieder meinen Kontoausblick. Heute schauen wir uns die Aena-Aktie an. Das ist eine Flughafenfirma, die vor allen Dingen in Spanien Flughäfen betreibt und die natürlich durch den Lockdown sehr krass beeinflusst waren. Wieder von Anfang an keine Empfehlung zu dem Kauf, sondern einfach meine eigene Meinung, und was ihr dann da daraus macht, ist dann eure Sache. Ich bin mit der Aktie momentan im Plus mit 3,39%, was natürlich ganz angenehm ist. Ihr seht es auch, seit ein paar Wochen ist sie jetzt am seitlich laufen. Hier auch wieder die Situation mit Corona natürlich. Wie entwickelt sich das ganze Jahr und gibt es für Corona eine Lösung? Ich sehe es so, dass die Engländer und die ganzen Europäer wieder anfangen werden zu fliegen. Sie werden im Sommer versuchen, Flüge zu buchen. Ob das legal oder nicht legal ist, ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall wird wieder mehr Flugverkehr stattfinden. Und wir sehen dann hier auf längere Sicht hat sich da schon einiges getan. Natürlich nach dem Crash gab es sehr viele Leute, die gemeint haben, dass eine Aena wieder steigt. Und die ist ja von unter 90 Euro auf unter 90 Euro gefallen von etwa 170. Und diese 170 sehe ich auf jeden Fall noch mal realistisch als Ziel, sogar auch darüber. Und bis dahin ist ja noch ein bisschen Luft. Also wir sind jetzt bei 146, also ungefähr noch mal 30, 80 Euro drauf, ist auf jeden Fall in meinen Augen sinnvoll und möglich. Ihr könnt hier oben die WKN euch anschauen und die ISIN und kopieren, falls ihr die kaufen wollt. Ist natürlich eure eigene Sache, weil Aktien ist ein Risikogeschäft und da sollte jeder selber wissen, was er macht. Ich persönlich bin positiv überzeugt von der Aena-Aktie. Ist einfach ein großes Unternehmen und die werden auch langfristig weiterhin Gewinne einfahren. Und wenn ihr eigene Meinungen dazu habt, lasst sie in den Kommentaren unten. Schreibt mir mal, welche Flughafenaktien ihr kennt und wo ihr schon investiert seid. Ich denke sicherlich, Fraport in Deutschland ist auch eine gute Alternative. Oder andere Flughäfen auf deutschen und europäischen oder weltweiten Flughäfen, Plätzen sind sehr interessant, weil du eigentlich mit einem Flughafen sowas wie den Schaufelverkäufer hast, weil es ist dir wurscht, wie viel Leute fliegen oder wann geflogen wird, weil du hast einfach das Gebäude, du hast erstens Einnahmen durch die Mieten von McDonald's und Swarovski und wer alles da in dem Laden drinnen ist, in einem Flughafen, du hast Landegebühren, du hast Gebühren für jeden Flug, dass du damit verdienst, und eigentlich hast du sozusagen eine recht fixe Immobilie, weil jeder, der in das Land will, der muss über deinen Flughafen fliegen. Oder wenn du wie Aena sozusagen der größte Flughafenanbieter in Spanien bist, über deine Flughafenflotte. Und insofern sehe ich da eigentlich großes Potenzial, auch langfristig gesehen, dass so ein Lockdown jetzt wirklich die nicht groß aus der Bahn werfen wird. Natürlich haben die jetzt weniger Einnahmen und so, aber die haben ja trotzdem ihr Gebäude, das gehört denen. Die haben ihre Verträge mit McDonald's und auch anderen Unternehmen, die werden jetzt nicht wegen dem Lockdown sagen, okay, ich ziehe mein Restaurant jetzt aus dem Flughafen raus, weil wer da einmal drin ist im Flughafen, der wird auf jeden Fall schauen, dass er die Miete und den Platz im Flughafen so lange wie möglich behält. Und somit sehe ich hier auf jeden Fall große Zukunftschancen. Und im Gegenteil oder im Gegensatz zu Fluggesellschaften wie zum Beispiel Air Berlin, die pleite gegangen sind, ist es ja bei Flughäfen so, denen ist es wurscht, welche Fluggesellschaft landet, weil sie kriegen, egal von welcher, ihre Lizenzgebühren. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall ein sehr interessantes Geschäftsmodell, Flughäfen zu betreiben. Und wenn du natürlich mit der Aktie Aena dich beteiligst, hast du auf jeden Fall einen sehr guten, meiner Meinung nach, Start, um Gewinne zu machen. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es sich mit Corona entwickelt. Ich
schätze mal, dass die auf die 170, 180 noch hochgeht, wenn nicht sogar weiter. In dem Sinne, ganz lieben Gruß, lasst mir eure Kommentare da und schreibt mir, was ihr davon denkt. Und dann können wir ja mal zusammen diskutieren. Ciao.